In wenigen Tagen haben die Franzosen die Wahl. Emmanuel Macron ist bis dato der große Favorit, doch wie wir mittlerweile wissen, sicher ist nichts. Unabhängig davon, wer schlussendlich Präsident in Frankreich werden wird, auf den neuen Machthaber kommen schwerwiegende Entscheidungen zu, vor allem aus wirtschaftlicher Sicht. Wie es wirtschaftlich genau aussieht in Frankreich, genau das wollen wir heute klären mit Professor Dr. Hendrik Wolf von der Wolf & Hecker Finanzconsulting AG hier aus Stuttgart. Ja, wie stellt sich denn die wirtschaftliche Situation in Frankreich derzeit dar, Herr Wolf? Ja, wir haben in Frankreich deutlichen Licht und Schatten. Auf der einen Seite durchaus positiv, es ist die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt. Es ist eine Wirtschaft, die sehr breit aufgestellt ist. Im industriellen Bereich gut, teilweise sehr innovativ, aber auch im Handel, im Tourismus, in vielen Bereichen vertreten, im Bereich Nahrungsmittelkonsum stark. Also durchaus Licht. Gleichzeitig muss man sagen, auch die letzten Zahlen, Einkaufsmanager-Index in der letzten Woche sehr positiv, sogar stärker gestiegen als in Deutschland. Das zur Lichtseite. Auf der anderen Seite natürlich auch die Probleme, die wir schon seit Jahren diskutieren in Frankreich. Sehr hohe Staatsquote, teilweise ineffiziente Abläufe, Prozesse, Strukturen im staatlichen Bereich. Ein schwächeres Wirtschaftswachstum als in anderen Ländern. Wenig Mittelstand, hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere was das Thema Jugendarbeitslosigkeit angeht. Eine Reformmüdigkeit, Reformstau, also eine ganze Menge Probleme, die auch hier für Schatten gesorgt haben. Schauen wir ein wenig auf den Finanzmarkt. Wie hat sich denn die Börse in Paris zuletzt entwickelt? Also da kann man ganz gut den Vergleich zwischen CAC 40, dem großen Index der Börse Paris, und dem DAX sich anschauen. Und da sind es doch deutliche Abweichungen. Während in den letzten 10 Jahren der DAX sich, und hier haben wir bewusst den Kursindex genommen, fairerweise, weil der CAC 40 auch ein Kursindex ist, um etwa 40-45% nach oben entwickelt hat, stagniert der CAC 40. Und da fließen natürlich auch die wirtschaftlichen Entwicklungen deutlich mit ein. In 6 der 7 letzten Jahre ist die französische Wirtschaft geringer gewachsen als die deutsche. Und das merkt man natürlich dann auch in den Aktienkursen. Schauen wir in den CAC Rang mal ein wenig rein. Welche großen Werte sind denn in diesem enthalten? Also man sieht auch hier, es dominieren in Frankreich große Konzerne. Wir haben eine ganze Zahl an Werten mit etwa 100 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Das ist sehr viel. Und man merkt auch hier quer durch die Branchen Total, Öl, Gasbereich, dann Nahrungsmittelbereich, Danone, Group Danone, dann haben wir hier Sanofi aus dem Bereich Pharma. Also schon eine ganze Zahl sehr erfolgreicher und sehr großer Konzerne, die hier in dem CAC 40 vertreten sind. Schauen wir noch mal ein wenig auf die politische Seite. Wie laufen denn die Präsidentschaftswahlen konkret ab? Ja, man muss sagen, man achtet sehr stark auf die Präsidentschaftswahlen, weil im Unterschied zu Deutschland der französische Präsident eine sehr starke Stellung hat. Er ist direkt vom Volk gewählt und er muss in dem jeweiligen Wahlgang, in dem er gewählt wird, auch mehr als 50% der Stimmen, das heißt die Mehrheit der Franzosen, hinter sich bringen. Der erste Wahlgang, 23. April, wahrscheinlich mit der Frage, wer kommt in die zweite Runde, wenn es keine 50% gibt. Und es gab es, ich glaube, seit 1965 nicht mehr, dass jemand gleich den ersten Wahlgang gewinnt. Dann geht es darum, schafft es Fillon, der im Moment auf Platz 3 liegt, vielleicht doch irgendwie noch in die zweite Runde. Im Moment scheinen allerdings gesetzt Marine Le Pen von der Front National, der man etwa 25% zugesteht, und Emmanuel Macron, der als unabhängiger Kandidat bzw. mit dieser neuen Bewegung En Marche antritt, früher ja Teil der sozialistischen Regierung war und der einen sehr schnellen Aufstieg gemacht hat und dem man durchaus zutraut, möglicherweise schon in der ersten Runde den Platz einzumachen, insbesondere dann aber in der zweiten Runde. Weil man sagt immer in Frankreich, in der ersten Runde wählt man mit dem Herz, in der zweiten mit dem Verstand. Das heißt, in der ersten Runde wählt man den Kandidaten, für den man sich begeistert. In der zweiten wählt man eher gegen einen Kandidaten. Und die Umfragen sagen genau das voraus, dass nämlich Marine Le Pen in der zweiten Runde eher Schwierigkeiten haben wird, über ihren Wählerkreis der Front National hinauszukommen und wahrscheinlich Macron dann das Rennen in der zweiten Runde doch recht deutlich gewinnen könnte. Welche möglichen Einflüsse sind denn im Zuge der Wahl für die Finanzmärkte zu erwarten? Ja, die Finanzmärkte schauen eigentlich seit Wochen, seit Monaten sehr genau auf die Frankreich-Wahl, weil letztendlich erwartet man sich die Antwort auf die Frage, wird 2017 eher zu einem Jahr des Auseinanderbrechens der Europäischen Union, des Euro, oder gibt es möglicherweise ein Comeback der proeuropäischen Kräfte?
Und da gibt es ja durchaus Entwicklungen in den letzten Monaten, die für die proeuropäischen Kräfte sprechen. Das heißt, die Wahlausgänge in Österreich, in den Niederlanden, jetzt in Bulgarien, in ganz kleinem Stil, auch im Saarland, haben eher gezeigt, dass die populistischen Parteien von ganz rechts, von ganz links, die eher gegen Europa sich aussprechen, es schwer haben, dass die gerade auch bei hohen Wahlbeteiligungen dann doch unter ihren Erwartungen bleiben. Und das schauen sich die Finanzmärkte sehr genau an, weil die Finanzmärkte nach dem Brexit verunsichert sind und sagen, klar, auch für die wirtschaftliche Entwicklung der großen Konzerne wird es eine ganz entscheidende Frage sein, kann man weiterhin mit Europa, mit dem europäischen Binnenmarkt rechnen oder muss man sich da ganz neue Überlegungen anstellen? Was heißt das schlussendlich für Privatanleger? Macht sich an den Finanzmärkten wieder so etwas wie leichte Entspannung zumindest breit? So sieht es im Moment aus. Auch wenn Investoren befragt werden, rechnen sie mit einem Ende des Euro in den nächsten Jahren, dann ist die Zahl derer deutlich zurückgegangen, die sagen, ja, wir halten das für vorstellbar. Und man kann sagen, der Privatanleger kann sich im Moment deutlich positionieren. Der Anleger, der meint, es wird schwierig für den Euro und für Europa, der kann kurzfristig über Zertifikate oder über Optionsscheine auf den US-Dollar setzen. Er kann auf fallende Aktienmärkte in Europa setzen. Und genau andersrum kann der, der sagt, nein, das wird in Frankreich wie auch bei der Bundestagswahl relativ unspektakulär verlaufen, der kann durch verstärktes Engagement in europäischen Aktien, aber auch durch gewisse Wetten gegen den Dollar durchaus diese Meinung vertreten. Und ich sage es auch dazu, wir selber von Wolfenhecker Finanzconsulting haben eine Meinung, wir halten die Wahrscheinlichkeit für relativ hoch, dass die proeuropäischen Kräfte dieses Jahr gut überstehen und dass es den Euro wie auch der Europäische Union auch in 5 oder 10 Jahren noch geben wird. Eine Einschätzung von Professor Dr. Hendrik Wolf von der Wolfenhecker Finanzconsulting AG hier aus Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.